Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Und heute geht es um das Jahreshoroskop für den Zwilling 2022. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Ich fange wieder mit der Gesundheit an. Der Zwilling ist sowieso extrem flexibel, selbstbewusst, aktiv, geht gern raus, geht gern unter Leute, treibt Sport. Das macht Freude, das ist einfach schön und wir haben auch einen sehr guten gesundheitlichen Zug. Bis ungefähr Ende März. Da sollten wir wirklich alles geregelt haben, sei es Ernährungsumstellung, sei es Fitness, sei es Sport. Wirklich da Gas geben, denn ab Mitte März kommt dann eher so die Jobroutine zu uns. Und Jobroutine ist vielleicht auch das falsche Wort, denn ab Ende März, Mitte April ungefähr, brennt bei uns die Hütte. Wir sind kraftvoll, Energie und arbeitsmäßig fit und haben Ideen. Dieses Jahr 2022 fängt sowieso sehr kreativ für uns an, mit neuen Ideen, neuen Richtungen. Uns fällt ein, was wir machen könnten, neue Sachen, die wir machen könnten. Vorsichtig, dass der Zwilling sich nicht verzettelt. Das ist ja immer so, was er gerne macht. Aber wir haben gute Chancen durch unsere lebensfrohe Ader. Ja, ich bin auch Zwilling. Andere Leute anzustecken und zu motivieren und von unseren Plänen zu überzeugen. Richtig Gas geben tut dann der Zwilling, wenn der Glücksplanet Jupiter, ich sage dazu der Erfolgsplanet Jupiter, denn es kommt immer darauf an, wo steht er denn in eurem Horoskop? In welchem Haus ist er denn in eurem eigenen Horoskop beheimatet? Denn das ist genau die Lebensphase, in der sich irrsinnig großer Erfolg abzeichnen kann. Sei es jetzt im Haus 10, im Geschäftlichen, im Beruflichen oder im Haus 6 in der Beziehung. Es kommt auf euch selber drauf an, was ihr draus macht. Der Jupiter ist einer, der nach vorne drückt, der Gas gibt. Und ab August und bis ungefähr Mitte November ist der Zwilling wirklich in seiner Hochzeit. Sei es in der Fitness, sei es geistig. Ja, körperlich und geistig sind wir einfach ganz vorne mit dabei. Und setzt es um, greift es auf. Der Zwilling muss es sich aufschreiben, dass er es nicht vergisst, weil er so viele Ideen hat. Und dann könnt ihr ab Mitte November euch zurücklehnen und das Jahr mal ganz gemütlich ausklingen lassen. Die Glückstage, auch wenn es mein Sternzeichen ist, habe ich mir nicht gemerkt, ich muss sie ablesen. Das ist einmal der 3.3., der 4.7., also. Und dann haben wir noch den 20.9. Diese Tage sind super Energietage. Ich freue mich auf dieses Jahr 2022. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Fragen habt oder ein eigenes Horoskop braucht oder eine Beratung, schreibt mich an. Gerne liken und abonnieren nicht vergessen. Bis bald.